Ja, hallo Freunde, unglaublich, aber wahr, Battlefield 1 ist da. Zumindest die Beta davon. So, wir starten sofort mal in ein Conquest-Spiel. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Battlefield 1 spielen darf. Also ich weiß noch nicht wirklich, was mich erwartet. Klar, Battlefield, logisch. Erster Weltkrieg, auch logisch. Aber trotzdem. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass das hier alles so funktioniert, wie das soll, weil ich habe ja nicht unbedingt die besten Grafikkarten, ne? Und dann mit der Aufnahme zusammen, das könnte schon schwierig werden, aber wir schauen mal, ich schaue direkt mal, ich mache einfach mal auf High, läuft einigermaßen gut, ich mache mal Medium, dann dürfte auch mit der Aufnahme besser laufen. Oben rechts in der Ecke kann man sehen, wie viel FPS ich habe. Jetzt sind es 49, 47 und so weiter. Nichtsdestotrotz starten wir einfach mal hier hinein. So. Das hier ist also Battlefield 1. We have taken objective butter. Okay. We have taken objective Edward. Ich muss das doch ein wenig leiser stellen. Oder ich kann das ja auch einfach mal hier so. In OBS sieht es so aus, als würde es ein wenig ruckeln. Ich bitte, das zu entschuldigen. Oder weißt du was? Komm, scheiß drauf. Ich mach das hier so. Auch automatisch macht er von selber High. Ja, ist schon ein Unterschied, ne? Bisschen. Ja, ich glaube, für die Aufnahme ist es besser, wenn ich das auf Low lasse. Mann, ey, das ist ja furchtbar. Automatisch und dann schauen wir mal. So. Wird schon klappen. Wo müssen wir überhaupt hin? Dort, in diese Richtung. C wird gerade von den Feinden eingenommen. We have lost objective Charlie. Ein Problem bei mir ist, ich will. Oha! Ey, oha, da steht der Panzer. Das Problem bei mir ist, ich möchte das gerne. Wie heißt es? Für mich so beim Spielen gut aussehen haben, ohne ruckeln und alles. Aber ich möchte es halt auch. Ich möchte halt auch, dass das Spiel sauber läuft im Video dann. We have taken objective Charlie. Und dann ist halt ein bisschen schwierig, diese beiden Kompromisse oder diese beiden Anforderungen mit schlechter Hardware zu realisieren. Ich wollte eigentlich bis zu dem heutigen Start eine GTX 1060 in meinem Rechner haben, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Deswegen muss ich noch mit meiner 750 Ti vorlieb nehmen. Aber ich werde sehen, dass ich das schnellstmöglich ändere. Hoffentlich bis spätestens dahin, wann Battlefield 1 wirklich rauskommt. Ich glaube, der 21. Oktober oder der 29.
eventuell wisst, gibt es hier ja auch Pferde. Da ist gerade eins an uns vorbeigeritten mit seinem Reiter. Oh oh, nein! Mann! Na also. Ey, das war mein erster Kill! Bam, Emily hit. Immerhin. We have lost objective butter. So, schnell nachladen. Aber ich muss ja sagen, das spielt sich schon echt geil. So, ersten Eindruck gefällt mir echt gut. So. Sind die ja alle weg oder was? Ich glaube ja. Weißt du was? Wir gehen mal wieder runter. Und dann. Ja, hier auf D geht noch Action. Da steht ein Pferd. Wir nehmen uns das jetzt einfach mal. Um mal zu sehen, wie das hier mit den Pferden überhaupt so ist. Oha. Nein! Aua! Au! Nein! Oh, das war vielleicht, vielleicht nicht so cool. Aber ist schon interessant mit den Pferden, muss ich ja zugeben. Es gibt momentan in der Beta leider nur eine Karte, und zwar diese hier. In der Closed Beta gab es nur, ja, eine andere Karte. Das ist halt leider so, aber nützt ja nichts. Immerhin können wir... Boah, ist das schwierig. Boah, ist das schwerfällig. Ach so, ich muss das Aua, nein! Ich muss das mit WASD steuern. Und nicht nur mit der Maus. So. Darf ich jetzt wieder spawnen? Komm, lass mich spawnen, du Eumel. Dankeschön! So, mal Panzer fahren. Kollege! Kollege, was willst du? We have lost objective Charlie. Boah. Was denn? Achso, da ist einer von uns. Gut, dass ich ihn nicht getroffen habe. Ah, guck mal da. Alter, das hört sich schon alles sehr, sehr geil an. Was? Ein Hit mit so einer Pumpe? Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein, dass das nur ein Hit war. Ist schon echt geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich am Arsch sind. Oh, ciao. Ich bin weg. Oh, hi. Da geht's. Scheiße. Ach ja, ich kann ja hier. Hier kann man jetzt halten, dann geht das schneller. Ein bisschen. So. Ich würde sagen, wir spawnen auf G. Machen wir einfach mal und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. We have taken objective butter. Objekt Butter haben wir eingenommen. Ach, aber hier bei F, da geht irgendwas. Dann werden wir da jetzt mal nachschauen. Ich werde jetzt nicht allzu lange aufnehmen. We have lost objective Duff. Weil ich möchte, dass wir heute noch raushauen. Im besten Falle. Ich hoffe, das funktioniert alles, so wie ich mir das vorstelle. Der braucht halt doch leider ein bisschen zum Rendern. Und dann nochmal zum Hochladen. Locker 2 Stunden. We have lost objective Freddy. Wir haben jetzt
haben wir jetzt? Ach so, 17.30 Uhr, also... We have lost objective apples. Was ist das denn? Was ist das? Was macht das? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, 17.30 Uhr und deswegen könnte das knapp werden. Mit heute. Na komm! Ich bin echt kein guter Spieler. Au! Au! Lass mich! Nein! Au! Ich werde jetzt mal eine andere Klasse auswählen. So, was haben wir denn hier noch? Spielen wir mal den Scout. Scouty, Scouty, Scouty. So, lass mich dahin. Vielen Dank. Bomber damaged. Bomber damaged. We have lost objective. Bomber damaged. Ich würde gerne rausschießen. Aber dafür reichen meine Skills nicht. Hab ich das Gefühl. Bomber damaged. Bomber damaged. Oh, das. Das war ja bisher nicht so gut. Ich habe keine Munition mehr. Stopp, lass mich mal. Dann laufen wir. Was ist das hier? Achso. Ah, das ist die Mitte vom Bildschirm. Ich dachte, was ist das denn für ein Kreis? Ja. Wir laufen. Ah, hier auf D. Das ist schon abgefahren. Wer hat eigentlich geschossen? Hallo, hör auf damit! Ich habe natürlich noch keine Ahnung von dieser Map. Kann ich das hier benutzen? Aua! Ich kann das nicht benutzen. Okay. Das ist bestimmt der da, oder? Ja, ja, ist das der! Au! Natürlich! Naja. Da hat er seine Base verteidigt, der Drecksack, der Elende. Hui! Boom. Nicht? Schade. So, C gehört jetzt uns. Will ich hoffen. Gleich. Nachdem der da. Oh, hab ich jetzt der Zeige getroffen. Mann! Ich bin echt schlecht. Was haben wir gemacht? Bisher 1 zu 6. Wahnsinn! Das ist ja ein Wert, der ist unfassbar. Wow, ich bin da wirklich stolz. Nicht. Aber hey. Ist mir relativ egal trotzdem. So. Ich würde sagen. Noch einmal sterben. Und dann war's das mit dieser Runde Battlefield 1. Was ist das? Was war das V gerade? Ach so! Ah, da kann ich die Waffe nullen. Okay. Boah, das dauert aber lang hier, 300 Meter zu laufen. Ist das ein Gegner? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz raus. Wer den Gegner ist. Ja, irgendwie wird es gerade ziemlich düster hier, ne? Was ist das denn hier? Oh, es ist weg. Naja, immerhin ein Treffer. We have lost objective Freddy.
Der Freddy ist weg. Habt ihr gehört? Der arme Freddy. Freddy. Oh. Was ist mit ihm hier? Mann, und ich... Weißt du, der steht 2 Meter vor mir und ich treffe nicht. Ich bin... konzentriert. Mann! Stehen bleiben! Alter... Willst du mich verarschen, dass ich hier nichts treffe? Na also! Junge, Junge, Junge! Ich glaube, Takt. So. Warte mal kurz. Wer schießt denn hier? Ach. Der Erde. Man, weiter damaged! Der. Hilfe. Da. We have taken objective Charlie. Ich komme runter nach E drin rein. Dann nehmen wir das mal ein. Enemy hit. Enemy down. Perfekt, Mann. So wollen wir das doch haben. Oh oh. Kollege, Schnauze da hinten. We have lost objective Charlie. Ja, ich glaube, so langsam kommt er ja dann doch rein, ne? Mit dem Zielen und so. We have taken objective Edward. So. Mir tut irgendwie voll der Nacken weh. Ich weiß gar nicht warum. Voll unschön. Ja, also wie gesagt, noch ein Kill und dann, also einmal ich sterben. Und dann mache ich aus. Enemy hit, enemy down. We have taken objective Charlie. Ja, aber ob das jetzt wirklich frei ist von den Leuten, ich bin mir da nicht so sicher. Au! 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 Ey, auf! Scheiße. Sind da 300 Meter? Ich weiß es nicht. Schau zu da hinten! Verpiss dich! Mach mal 150. Starte! Ah, Volltreffer, Alter. Nein! Oh, und da bin ich tot. Ja, aber ich habe ja was gesagt. Das hier waren jetzt etwa 20 Minuten. Das reicht für den ersten Einblick, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!